Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney. Im letzten Part haben wir den Fall Adieu und Wandel abgeschlossen. Und ich hoffe, dass euch das Spiel bis dahin gefallen hat. Und nun werden wir gleich den Fall, also den neuesten Fall, der in der DS-Version hinzukam, aus der Asche starten. Zuerst möchte ich mich jetzt erstmal ganz kurz entschuldigen, dass die Parts wieder nicht mehr kamen. Letzte Woche Freitag bin ich erkrankt, weil ich auf einem Konzert war und so weiter, interessiert ja nicht. Und seit dem Samstag danach bin ich dann total erkrankt gewesen und, keine Ahnung, ging mir einfach schlecht. Ich musste auch sowieso wieder Parts aufnehmen, also Phoenix Wright, die sind mir heute alle gegangen. Ja, heute am 1.12. sind mir die Parts alle gegangen. Und ja, ich muss ganz schnell was aufnehmen, damit ich morgen den nächsten Fall hochladen kann. Oh, scheiße. Ich bin noch krank, es könnte noch ein bisschen blöd mit der Synchronisation sein. Aber nehmt mir das bitte nicht zu übel, ich versuche mich anzustrengen. So, jetzt bin ich ausgehustet. Egal, jetzt ist erstmal der Hustanfall weg und wir starten gleich den Fall. Episode 5, aus der Asche. Zwei Monate ist es nun her, dass Maya das Büro verlassen hat. Zwei Monate ohne einen einzigen Fall. Es gab Angebote, aber ich habe keins angenommen. Das heißt, bis eines Tages dieses Mädchen auftauchte. 22. Februar, 10 Uhr 2, Anwaltskanzlei Wright und Partner. Warum muss ich jeden Tag ins Büro kommen? Ist ja nicht so, als ob ich arbeiten will. Da sind sie ja endlich! Wo waren sie? Die Verhandlung meiner Schwester ist morgen! Hä? Wer sind sie? Es spielt keine Rolle, wer ich bin. Es ist nur wichtig, wer sie sind. Sie sind der berühmte Strafverteidiger Mia Fey. Sie sind nicht Mia Fey, oder? Es tut mir leid, aber Mia Fey, sie arbeitet nicht mehr hier. Also, sie sind der Praktikant? Ich bin Phoenix Wright, ein Strafverteidiger. Wright? Moment. Sie sind der Phoenix Wright? Der Phoenix Wright vom Edgeworth-Mordfall? Ja, das ist richtig. Es war zwar nicht Edgeworth, der ermordet wurde. Was für eine Erleichterung. Sie sind besser als niemand. Es tut mir leid. Ich befürchte, ich nehme im Moment keine Fälle an. Aber Sie sind Phoenix Wright, richtig? Der ungeschlagene Strafverteidiger. Hören Sie, ich nehme keine neuen Fälle mehr an. Es tut mir leid, aber Sie werden es andersweitig versuchen müssen. Bitte! Mir läuft die Zeit davon! Aber... Bitte, Sie müssen mir helfen! Es geht um meine Schwester! Maya? Könnte es sein... Na gut, ich höre Ihnen zu. Wirklich? Vielen Dank! Ich heiße Emma, Emma Sky. Ich bin wissenschaftliche Ermittlerin. Wissenschaftliche Ermittlerin? Dann reden wir auch mit ihr. Emma, nicht wahr? Sie sind wissenschaftliche Ermittlerin? Ja, das ist richtig. Stimmt etwas nicht? Nein, sie wirkt nur etwas, naja, nervös. Oder vielleicht einfach nur jung? Jung? Ich werde dieses Jahr 16. Ah, ich verstehe. Moment! Erst 16? Ich werde mit Sicherheit in 3 Jahren offiziell der Forensik zugewiesen. Man kennt meine Arbeit mittlerweile recht gut. Und das trotz meines Alters. Und was genau ist im Moment dein Posten? Nun, vom juristischen Standpunkt gesehen, ich schätze, Sie können mich eine Elfklästerin nennen. Aber ich bin bereit, meine Arbeit zu tun. Und das trotz meines Alters. Toll, schon wieder ein zukünftiger Profi in der Ausbildung.
Sulu willst also eine wissenschaftliche Ermittlerin werden, wenn du groß bist? Wie bitte? Ich bin kein Kind. Das sollten Sie zur Kenntnis nehmen. Trotzdem ist es gut, ein Ziel zu haben, auch wenn es ein sehr ungewöhnliches ist. Ich bin der Meinung, dass man Ermittlungen wissenschaftlich angehen sollte. Sie nicht? Ja. Man kann ihr auf jeden Fall keinen mangelnden Enthusiasmus vorwerfen. Handeln wir den Fall wissenschaftlich, wird sich ihre Unschuld erweisen. Deine Schwester? Ich habe Nachforschung angestellt, wissen Sie? Ich entwickle eine neue wissenschaftliche Methode der Falluntersuchung. Ich werde sie Ihnen zeigen, wenn ich damit fertig bin. Darauf freue ich mich schon. Ich schätze, ich sollte zur Strafanstalt runtergehen und mit ihrer Schwester sprechen. Was steckt hinter diesem erwähnten Fall? Du sagtest, die Verhandlung sei morgen. Meine Schwester ist unschuldig. Sie würde niemanden mit einem Messer erstechen. Das würde sie nicht. Also geht es um einen Mordfall? Mir ist egal, dass es einen Zeugen gibt, der sie gesehen haben will. Sie war es nicht. Ich weiß, dass sie es nicht getan hat. Das ist eine wissenschaftliche Tatsache. Und es gibt einen Zeugen. Sprechen Sie nur mit ihr. Sie müssen mit ihr sprechen. Sicher, das werde ich wohl tun. Ich versprach, ich würde Mia Fey holen, aber... Das ist interessant. Woher könnte sie Mia kennen? Die Beziehung zu Mia. Meine Schwester hat ausdrücklich nach ihr gefragt. Mia Fey. War ein paar Jahrgänge unter ihr auf der Schule. Also ging sie mit Mia auf eine Schule. Sie hat mir immer gesagt, ich solle zu Mia gehen, wenn ich einen Anwalt brauche. Und nun ja, ich brauche einen... Übrigens ist Mia eine Frau. Mia? Ja, ich fand es schon komisch, als ich sie gesehen habe. Ja, es ist nett, dass du deine Schwester so hilfst. Ich schicke euch sicher nach. Naja, tatsächlich hasse ich sie ein wenig, wenn sie so ist wie jetzt. Aber sie ist meine ganze Familie. Deine ganze Familie? Was ist mit deinen Eltern? Sie starben beim Autounfall, als ich klein war. Oh, das tut mir leid. Okay. Können wir noch kurz in die Gerichtsakte gucken? Wir haben nur die Anwaltsmarke. Was haben wir noch? Wir haben drei Profile, okay. Miles Edgeworth kennen wir. Der beste Freund von Phoenix Wright. Nochmal so nebenbei erwähnt. Dick Gumshoe, ja, kennen wir auch. Und Emma Sky, Alter 16, Schülerin und eine selbsternannte wissenschaftliche Ermittlerin. Okay. So, was ist weiter? Was sonst können wir nichts machen? Das heißt, wir bewegen uns sofort zur Strafanstalt. 22. Februar. Strafanstalt, Besucherraum. Nee, ich frage mich, was mit Emma los ist. Sie ist plötzlich so still geworden, seit wir angekommen sind. Wache, ich hab doch gesagt, dass ich keinen Besuch will. Entschuldigung, es ist nur Ihre Schwester. Keine Ausreden. Oder wollen Sie Ihre Gehaltserhöhung in diesem Jahr nicht, Verstanden. Was sollte das denn? Hallo Lana. Komisch. Ich erinnere mich daran, dass ich dich explizit angewiesen habe, nicht herzukommen. Vielleicht trübt mich meine Erinnerung? Nein, hör mir zu. Ich wollte gar nicht herkommen, okay? Aber deine Verhandlung ist morgen und du hast immer noch keinen Strafverteidiger. Ich stehe morgen vor Gericht. Das hat nichts mit dir zu tun, Emma. Nicht wahr, Herr Wright? Hey, woher kennen Sie mich? Mia hat sie erwähnt. Ich habe so einiges erfahren. Entschuldigung, aber was genau haben Sie... Mein Name ist Lana Sky. Ich bin die Generalstaatsanwältin dieses Bezirks. Sie sind Staatsanwältin? Zwei Schwestern. Eine davon Anwältin. Könnte das ein Zufall sein? Emma, Lana. Ich meine, sie sind genau wie... Alles in Ordnung, Herr Wright. Oh, Mann. Etwas sollten Sie von Anfang an wissen. Nämlich? Die Verdächtige in diesem Fall hat das Verbrechen gestanden. Hä? Moment, aber die Verdächtige... Die Verdächtige bist... Bin ich. Ich habe es getan. Nun, Herr Wright? Tja, warum fangen wir nicht damit an, dass Sie mir genau erzählen, was passiert ist? Das Verbrechen fand gestern statt. Am 21. Februar, um 17.15 Uhr. Das ist ziemlich genau. Es stand in der Zeugenaussage. Ein Zeuge sah mich das Verbrechen eindeutig begehen. Das war ziemliches Pech, nicht wahr? Das Verbrechen fand in der Tiefgarage des Büros der Staatsanwaltschaft statt. Die Leiche wurde im Kofferraum meines Untergebenen gefunden. Staatsanwaltschaften. Im Kofferraum ihres Untergebenen? Klasse. Ich wurde auf der Stelle verhaftet. In Flagranti erwischt, sozusagen.
Meine Güte. Also, wer war das Opfer? Ein Ermittler des Polizeireviers. Ich denke, die richtige Bezeichnung ist Inspektor. Ein Inspektor? Tod durch Blutverlust. Er wurde einmal in den Bauch gestochen. Von ihm? Der Tod trat nicht sofort ein, aber die Wunde war tödlich. Ich verstehe. Gestatten Sie mir, dass ich mich wiederhole, Herr Wright. Das Opfer war ein Inspektor. Sie wissen, was das bedeutet, nicht wahr? Oh, oh. Was? Herr Wright, was bedeutet das? Nun, es bedeutet... Die Polizei wird es als Frage der Ehre ansehen, dass man mich schuldig spricht. Sie werden alles in ihrer Macht Stehende dafür tun. Je mehr ich darüber erfahre, umso schlimmer wird dieser Fall. Oh, Mann. Sie sind also die oberste Staatsanwältin? Das ist richtig. Ich überwache jedes Verfahren, das in diesem Bezirk verhandelt wird. Ich sorge dafür, dass die Strafanwälte versorgt sind und regle alle Fragen. Das sind kurz gesagt meine Aufgaben. Ein ziemlich umfassendes, kurz gesagt. Trotzdem bin ich ein wenig überrascht. Ich hätte gedacht, dass Sie die Generalstaatsanwältin des Bezirks erkennen würden. Hä? Es erscheint sogar undenkbar, dass Sie es nicht tun. Lana? Was mit deiner Hand passiert? Ach das. Ich habe mich versehentlich geschnitten, als ich ihn erstach, genauer gesagt. Was? Ich bin keine sonderlich geübte Verbrecherin, schätze ich. Wie soll ich in diesem Fall verteidigen? Wird Zeit, das Thema zu wechseln. Moment, sie war doch im Jahrgang über mir, oder nicht? Sie war mit mir zusammen auf der Schule, richtig? Ein paar Stufen über ihr? Hm? Du hattest ihnen ebenfalls erzählt, oder? Ja, warum auch nicht? Ich habe ihn den ganzen Weg von seinem Büro bis hierher geschleift. Obwohl es aussieht, als hätte er nicht sonderlich viel mit mir gemein. Hey! Es war auf der juristischen Fakultät. Ich war im dritten Jahr und sie hat uns geprüft. Sie war anders als die anderen Studenten. Anders? Sie war stark. Sie hatte alles getan, um Verteidigung zu werden. Das war wohl der Grund, warum sie sich von mir angezogen fühlte. Warte mal ganz kurz. Da ist gerade was Blödes passiert. So, jetzt müssen wir wieder alles fertig sein. Ich glaube, jetzt hat man kurz die Musik gehört. Also doppelt. Das wäre natürlich wieder scheiße. Bitte? Intellektuell angezogen. Lana war die Beste ihrer Klasse. Ich war die Beste überhaupt. Oh. Ich bin übrigens auch ziemlich gut in der Schule. Es klingt etwas anders, wenn es Emma sagt. Nun, Herr Wright. Entschuldigung. Wie Sie deutlich sehen können, gebe ich meine Schuld zu. Ich denke, es ist zulässig zu sagen, dass Sie diesen Fall auf keinen Fall annehmen können. Auf keinen Fall. Aber Lana! Du warst immer so, nicht wahr? Du denkst niemals an jemand anderen als an dich selbst. Ich weiß, dass du es nicht getan hast, Lana. Ich weiß es. Also, wie kannst du sagen, du wärst es gewesen? Wenn ich dich verliere, werde ich allein sein. Ich hasse dich, Lana. Herr Wright? Ja? Ich denke, unser Gespräch ist jetzt beendet. Den Rest überlasse ich Ihnen. Meinen Sie, Sie wollen meinen Dienst als Verteidiger in Anspruch nehmen? Machen Sie sich keine Sorgen. Ihr Klient hat gestanden, der Fall ist vorbei. Sicher, ich werde alles versuchen, um den Dingen auf den Grund zu gehen. Lana hat das Verbrechen gestanden, ja. Aber das stimmt was nicht. Dieser Ausdruck in Emmas Augen. Da ist noch etwas anderes. Und ich werde es herausfinden. Tut mir leid, Herr Wright. Hä? Was tut dir leid? Meine Schwester, sie ist nicht immer so, wissen Sie? Ich habe nur nicht erwartet, noch mal einen Staatsanwalt zu verteidigen. Sie hat sich sehr verändert. Sie war früher so sanft, hat immer gelächelt. Jeder mochte sie. Verstehe. Tut mir leid, aber es gefällt mir schwer, mir das vorzustellen. Was ist mit ihr passiert? Ich weiß es selbst nicht genau. Ich denke, dass sie vielleicht... Ja, vielleicht auch nicht. Da entzieht sich wohl etwas einer wissenschaftlichen Erklärung, wie es scheint. Sollen wir uns in der Tiefgarage des Büros der Staatsanwaltschaft... Sollen wir uns das ansehen? Okay. So. Tiefgarage. 22. Februar. Büro der Staatsanwaltschaft. Tiefgarage. Hier in dieser Tiefgarage ist es also passiert? Sieht aus, als würden sie immer noch ermitteln. Komisch, dass mein erster Besuch bei der Staatsanwältin auf diese Weise geschieht. Hallo, Alemann, arbeiten Sie weiter so gut. Hey, was sollte das denn? Nun ja, in 3 Jahren werden das meine Kollegen sein.
Das kann ja nicht schaden, mal Hallo zu sagen. Das kann es sehr wohl. Weißt du nicht, dass Anwälte den Tatort nicht betreten sollten? Versuche hier nicht zu auffällig zu sein, verstanden? Helga, hast du erwartet, dass dich keiner sieht, Partner? Partner? Was bist du für einer? Was haben wir hier? Sieht aus, als wenn eine Bambine ausgebrochen ist und Ärger verbreitet. Die Typen sollen lernen, ihre Schäfer in der Leine zu halten. Marshall! Marshall? Sieht für mich eher wie ein Sheriff aus. Pass auf, Kleine, ich weiß, was du denkst. Aber hier ist der Jagdgrund von unserer Gang, okay? Jagdgrund? Unser Claim, unser Gebiet und die Goldmine sind Beweise. Wenn du dich in was einmischst, das uns gehört, wird's dir leid, du Partner. Weißt du, was die Kakteen in der Wüste träumen, willst du's wissen? Wovon spricht dieser Typ nur? Lauf nach Hause, fröhliche Wege, Bambina. Die Leute in diesem Spiel werden immer komischer. War dieser, Hombre ein Freund von dir? So etwas ähnliches, ja. Er ist ein Inspektor. Der glaubt, er wäre ein Sheriff aus dem Wilden Westen, wie es scheint. Oh Mann. Können untersuchen wir hier mal den Ort ein bisschen und... Ja. Was fällt uns denn als erstes auf? Also, erstens fällt mir auf, dass die Maus im Bild ist. So, und dann fällt mir noch auf... Ja... Die Tür. Sehen Sie eine Tür? Das muss etwas bedeuten. Ich bin nicht sicher, dass Türen etwas bedeuten. Nein, sie geht nicht auf. Ein mysteriöses Schloss. Ich verstehe nicht, was daran mysteriös sein sollte. Herr Wright, Sie müssen lernen, das Leben zu genießen. Naja, sollten wir aber unsere Untersuchung abschließen, okay? Oh Mann. Eine Leiter. Aha, eine Leiter. Das ist eine Trittleiter. Wo ist da der Unterschied? Wissenschaftlich gesprochen, bitte. Wissenschaftlich? Betrachten Sie die grundsätzliche Natur der Dinge, Herr Wright. Das alles kommt mir irgendwie so schrecklich bekannt vor. Was ist das hier auf dem Boden? Na komm. So. Was ist das? Eine Brieftasche? Entschuldigung, Wachmeister. Moment, was tun Sie da, Herr Wright? Was ich tue? Ich habe diese Brieftasche gefunden und gebe sie nun der Polizei. Das glaube ich ja nicht. Das ist die Grundregel. Alles an einem Tatort ist ein Beweisstück. Gehen wir das wissenschaftlich an, bitte. Stecken Sie sie einfach in die Tasche. Inwiefern ist das wissenschaftlich? Sieht mir eher nach Diebstahl aus. Brieftasche wird hast hier in die Tasche gestopft. Ich werde zur Pflicht gerufen und das ist mein Alter, das ist mein Alter. Hier, ich zeige Ihnen den Trick, wie man Beweise genau untersucht, okay? Wie ihre Augen blitzten. Man sieht, dass sie auf diesen Moment gewartet hat. Okay, okay, also, sehen Sie sich die Gerichtsakte an. Hey, was machst du da? Das war sie. Festbleiben von die Gerichtsakte, was soll das denn? Sie müssen sicherstellen, dass Sie das Beweismittel von allen Seiten genau ansehen. Gut, untersuchen Sie es nun. Aus jeder Richtung. So, das werde ich mit der Maus lieber machen, weil das damit einfacher ist. Meiner Meinung nach. Und ich weiß gar nicht, oder? Nee, doch, geht an meiner Meinung nach einfach schneller. Kann das irgendwie so drehen? Schade. Okay, also ihr seht, man kann den Gegenstand jetzt halt wirklich in jede Richtung auch bewegen. Das ist leider nur in diesem Fall so. In dem Spiel hier. Es gibt ja noch in anderen Spielen, gibt das, glaube ich, mehr. Weiß auch nicht mehr. Ich habe den zweiten Teil nicht mal mehr komplett durchgespielt. So. Und auf jeden Fall ist sicher, dass wir dieses Ding hier untersuchen sollten. Jetzt habe ich sogar schon, was sie gesagt hat. Sie sollten sich ihn ansehen. Drücken Sie untersuchen. Habe ich doch. Aha! Das ist ein Ausweis. Inspektor Bruce Goodman. Ausweis Nummer 584189. Sehen Sie? Nun, ist die wissenschaftliche Untersuchung nicht nützlich? Ich schätze schon. Auch wenn ich nicht weiß, was daran Wissenschaft ist. Goodmans Ausweis. Zur Gerichtsakte hinzugefügt. Untersuchen wir jedes Beweisstück, das wir finden. Ich schätze, ich muss von jetzt an auf der Hut sein. Okay, wie gesagt, wir untersuchen jetzt alle Beweisstücke. Die Anwaltsmarke. Ach Gott, dass man jetzt die Anwaltsmarke angucken kann. Ach ja. Ja, kann man nichts groß untersuchen, ist klar. Die Rückseite. Die kann man wenigstens untersuchen. So sieht die Marke also von hinten aus. Und ich dachte immer, da wäre eine Sicherheitsnadel. Jede Marke hat eine Nummer auf der Rückseite. So kann man schnell feststellen, welchen Anwalt sie gehört. Sie meinen, Sie können die Marke an niemanden verleihen? Nein, das würde sofort ans Licht kommen. Nun, das ist echt kein Spaß. Tja, Pech gehabt. So.
schnell wieder raus hier. Und den Ausweis haben wir auch noch nicht untersucht. Ein bisschen ran so. Noch mehr. Das wurde sogar auf Deutsch übersetzt, ne, was hier steht. Es ist schon ganz der Polizeibehörde, finde ich. Echt toll. Okay, was da steht, kann ich jetzt heute nicht lesen. Ja, aber hier steht Polizeibehörde wieder. Okay, kann man sie nicht angucken. Da ist was. Hier stehen ein Name und eine Dienstnummer. Inspektor Bruce Goodman. Nummer 584289. Ich frage mich, ob die Kennung immer eine Zahl sein muss. Was denn sonst? Buchstaben natürlich. Sie sind immerhin der Grund, dass es eine Schrift gibt. Stimmt. Inspektor Bruce Goodman. Nummer Jabadab. Verstehen Sie? Wäre das nicht besser? Jabadab? Nun, das hat was. Meine Rede. Sie ist echt schnell zu erheitern. Oh Mann. So. Was mache ich denn hier? Nein, das will ich nicht. Okay, dieser Part ist nun beendet, würde ich sagen. Und im nächsten Part geht's dann weiter. Ja. Tschüss.